Kaum eine Entwicklerin und kaum ein Entwickler arbeitet über Jahre und Jahrzehnte hinweg stets mit ein und derselben Programmiersprache. Aus einer ganzen Reihe von Gründen wechselt man im Lauf der Zeit das ein oder andere Mal. Und teilweise sind es externe Faktoren, teilweise liegt es einfach daran, dass man selbst gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat. Eine neue Sprache erweitert in den meisten Fällen auch den bisherigen eigenen Horizont und ermöglicht es, über den Tellerrand hinauszublicken. Wer meine Kolleginnen, meine Kollegen und mich kennt, weiß, dass wir Neuem gegenüber prinzipiell immer sehr aufgeschlossen und neugierig gegenüberstehen. Und aus verschiedenen Gründen ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem wir bei The Native Web unser Portfolio explizit um eine weitere Sprache ergänzen, die zumindest für mich persönlich auch tatsächlich weitestgehend neu ist. Und welche Sprache das ist und warum wir uns gemeinsam gerade für diese Sprache entschieden haben, das erzähle ich dir heute in diesem Video. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem Developers Dictionary. Wenn du unserem YouTube-Kanal schon eine ganze Weile folgst, dann kennst du vermutlich das Video, in dem ich davon berichte, wie ich Entwickler geworden bin. Falls du das Video noch nicht kennst, dann schau es dir gerne einmal an. Du findest den Link dazu hier in der Infocard. Heutzutage assoziieren mich wohl die meisten Entwicklerinnen und Entwickler mit JavaScript, TypeScript und Node.js, doch das war nicht immer so. Wer mich in gewissem Sinne noch von früher kennt, weiß, dass ich mich vor Node.js und Co. fast 10 Jahre lang sehr intensiv mit C# und .NET beschäftigt habe. Aber auch C# war nicht meine erste Sprache, aber es war doch die erste, mit der ich professionell, also im beruflichen Sinne, zu tun hatte. In der Vergangenheit und auch in verschiedenen Videos habe ich auch schon einige Male erzählt, dass ich sehr angetan von Lisp bin. Das allerdings nicht deshalb, weil Lisp als Sprache für den praktischen Alltag so ungemein wichtig wäre, das ist Lisp nämlich nicht, sondern weil man unglaublich viel, gerade im Hinblick auf Programmierkonzepte, von Lisp lernen kann. Nun ja, und jetzt kommt eben eine, wie gesagt, für mich persönlich weitestgehend neue Sprache hinzu, nämlich Go. Mit Go hatte ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal peripher zu tun, so wirklich tief war ich in der Sprache aber nie drin und das ändert sich nun. Go ist erstmal eine Sprache, die von Google entwickelt wird und die es seit dem Jahr 2009 gibt. Syntaktisch erinnert Go auf den ersten Blick an C, Go wirkt aber in vielerlei Hinsicht deutlich moderner und aufgeräumter. Die Sprache ist sehr einfach strukturiert, für viele Situationen gibt es genau ein Sprachkonstrukt und nicht wie bei C oder vielen anderen Sprachen eine ganze Reihe von Möglichkeiten. So gibt es zum Beispiel nur die Vorschleife, andere Schleifentypen sind nicht vorgesehen. Man muss aber direkt dazu sagen, dass die Vorschleife in Go auch deutlich mächtiger ist als die von C. Wenn du jetzt also im ersten Augenblick etwas irritiert warst, weil du gedacht hast, dass in Go nur noch die klassische Zählschleife zur Verfügung steht, so ist es nicht. Die Vorschleife in Go ist weitaus flexibler und kann deutlich mehr. Aber man braucht dafür eben nur noch einen einzigen Schleifentyp. Mal zum Vergleich, in JavaScript gibt es 6 verschiedene Schleifentypen, for in, for off, for await of, while und do while und, wenn man es genau nimmt, mit der for each Funktion am Array-Typ sogar eigentlich 7. Und das ist eben nicht nur bei Schleifen, sondern generell so. Man kann also unterm Strich erstmal festhalten, dass Go großen Wert auf Einfachheit legt, was vielleicht aus theoretischer Sicht nicht immer zum elegantesten und schönsten Code führt, aber letztlich zu sehr gut lesbarem und auch in gewissem Sinne zu sehr pragmatischem Code. Das alles ist eine schöne Sache, aber das ist natürlich nicht der entscheidende Punkt, warum wir uns für Go als weitere und ergänzende Sprache zusätzlich zu JavaScript und TypeScript entschieden haben. Das charakterisiert die Sprache erst einmal nur und das auch lediglich in rein syntaktischer Hinsicht. Tatsächlich gibt es aber einige sehr, sehr gute Gründe für Go und von denen möchte ich dir kurz im Folgenden 6 vorstellen. Der erste Grund ist, dass Go anders als JavaScript und TypeScript über einen echten Compiler verfügt, der Maschinensprache erzeugt und das sogar für verschiedene CPU-Architekturen wie x86 oder ARM und verschiedene Betriebssysteme. An der Stelle wird dann häufig primär mit der besseren Performance eines echten Compilers gegenüber einem JIT-Compiler argumentiert. Für mich persönlich ist dieses Argument aber gar nicht so relevant. Viel spannender finde ich, dass es sich bei den erzeugten Binaries um statisch gelinkte Single-File-Binaries handelt. Das heißt, das Kompilat ist ausführbar, ohne zuvor noch eine Laufzeitumgebung oder Ähnliches installieren zu müssen. Und das vereinfacht das Deployment von in Go geschriebenen Anwendungen gegenüber beispielsweise Node.js natürlich enorm, weil man letztlich nur eine einzige Datei kopieren muss und das kann dann zum Beispiel auch über Curl erfolgen, womit man quasi schon eine Remote-Installation ausführen kann.
Außerdem hat das gegenüber JavaScript und TypeScript den Vorteil, dass man nicht stets den Quellcode ausliefern muss, was den Schutz der eigenen Intellectual Property je nach Kontext zumindest etwas besser macht. Also zusammengefasst, Compiler, Cross-Plattform und statisch gelingt. Der zweite Punkt ist, dass Go über eine sehr, sehr große Standardbibliothek verfügt, in der viele von den Dingen schon enthalten sind, für die man bei Node.js erstmal ein NPM-Modul installieren muss. Das bedeutet zum einen, dass man viel weniger suchen und auch auswählen muss, weil man sich nicht zwischen zig verschiedenen Modulen von diversen Drittanbietern entscheiden muss. Das bedeutet zum anderen auch, dass die Verlässlichkeit dieser bereits von Haus aus verfügbaren Dinge einfach viel höher ist als die von externen Modulen. Und gerade das war in den vergangenen Wochen bei NPM mehrfach ein Problem, wo Module in die Schlagzeilen geraten sind, die ganz bewusst von den jeweiligen Autoren kompromittiert worden sind. Man denke da beispielsweise an Faker.js und Colors.js im Januar oder jetzt an den Vorfall mit Node.ipc vor rund 2 Wochen, wo ein NPM-Modul bewusst und extra Daten auf den Zielsystemen gelöscht hat. Und so schön dieses Ökosystem von NPM auf der einen Seite ja ist, so fragil ist es eben auf der anderen Seite auch. Und genau das macht sich langsam spürbar und bemerkbar. Und hier hat man natürlich mit einer Sprache, die von vornherein gar nicht so sehr darauf angewiesen ist, dass man für jede Kleinigkeit ein externes Modul benötigt, einen sehr großen Pluspunkt. Denn derartige Vorfälle können in dieser Form bei Go nicht passieren, zumindest nicht so leicht und nicht in diesem enormen Ausmaß. Dass Go zudem seit jeher gezielt auf Web- und Cloud-Entwicklung ausgelegt ist, bedeutet, dass Go gerade für die Anwendungsfälle, auf die Node eigentlich spezialisiert ist, schon von Haus aus sehr viel mitbringt und das merkt man in der Entwicklung damit dann auch recht deutlich. Was man auch sehr deutlich merkt, und das ist der dritte Punkt, das ist, dass Go von Anfang an mit einem hohen Fokus auf Nebenläufigkeit entworfen wurde. In JavaScript ist das zwar mit den Callbacks zumindest theoretisch auch der Fall, allerdings haben die sich in der Praxis als nicht besonders gut skalierbar erwiesen. Die Callback-Hell in Node lässt grüßen. Mit ECMAScript 2015 sind dann Promises als Alternative hinzugekommen. Mit ECMAScript 2017 wurden die Schlüsselwörter Async und Await eingeführt. Nun gibt es seit einer Weile auch noch die Abort-Controller-API, um ausstehende asynchrone Anfragen wieder abbrechen zu können. Und das Ganze ist auch nicht unbedingt schlecht, aber halt doch ein ziemliches Stückwerk. Und bei Go sieht das hingegen ganz anders aus. Die Sprache kennt seit jeher die sogenannten Go-Routinen, die im Prinzip leichtgewichtigen Threads entsprechen und die über sogenannte Channels auf sehr einfache und zugleich elegante Art synchronisiert werden können. Man merkt sehr deutlich, dass die Konzepte zur Nebenläufigkeit in Go von vornherein eingeplant wurden, während sich das in JavaScript eher über einen Zeitraum von, kein Witz, einem Vierteljahrhundert nach und nach irgendwie gefunden und entwickelt hat. Auch hier zeigt sich wieder, was ich vorhin gesagt habe, die Einfachheit von Go, denn es gibt für die asynchrone Ausführung von Code eben genau dieses eine Konstrukt und nicht wie in JavaScript zig verschiedene. Apropos genau ein Konstrukt. Dieser Ansatz findet sich in Go auch an anderer Stelle wieder. Go verfügt nämlich von Haus aus über eine ganze Reihe an sehr häufig benötigten Werkzeugen, die in einem einzigen CLI gebündelt werden. Dazu zählen außer dem Compiler unter anderem auch ein Code-Formatter, ein Linter, ein Testrunner, ein Werkzeug zum Ausführen von Performance-Tests, ein Werkzeug für Dokumentationserstellung und. Und das erinnert vom Prinzip her vielleicht ein bisschen an Deno und tatsächlich tut sich auch in Node übrigens in der Hinsicht etwas, aber die Ambitionen sind dort eben doch noch sehr verhalten und Node steht da halt einfach noch sehr am Anfang. Und das ist bei Go schon wirklich sehr angenehm. Sobald man Go einmal installiert hat, verfügt man praktisch über alle Werkzeuge, die man braucht. Alles kommt passend zueinander aus einer Hand und man merkt immer wieder, dass das Ganze eben von vornherein so geplant wurde und nicht, wie man so schön sagt, einfach nur historisch gewachsen ist. Und das ist dann auch der vierte Aspekt, der für Go spricht. Der fünfte Punkt ist schließlich die Verbreitung von Go. Ja, Go ist sicherlich nicht die am meisten verbreitete Sprache schlechthin, aber es genießt vor allem in dem für uns so wichtigen Web- und Cloud-Bereich doch eine sehr hohe Akzeptanz. Und zumindest in diesem Bereich gibt es doch auch eine ganze Reihe von gängigen Werkzeugen, die in Go geschrieben worden sind. Das heißt, dass es in diesem Bereich auch entsprechend viele Entwicklerinnen und Entwickler mit Erfahrung in dieser Sprache gibt. Das sieht deutlich anders aus, wenn man sich andere Sprachen im Vergleich anschaut. Wir haben uns zum Beispiel auch mal mit Julia befasst, aber diese Sprache zielt auf gänzlich andere Anwendungsfälle ab. Von daher wäre das für uns keine gute Entscheidung gewesen, auf Julia zu setzen. Ähnlich verhält es sich auch mit Rust.
Das ist zwar auch eine sehr spannende Sprache, aber im Vergleich zu Go ist die Verbreitung doch eher sehr niedrig und außerdem ist Rust gleichzeitig auch sehr viel schwieriger zu lernen als Go, was bedeutet, dass es auch viel, viel schwieriger wird, neue Kolleginnen und Kollegen zu finden, die vielleicht schon Erfahrung in dieser Sprache haben. Und das schätzen wir bei Go einfach unterm Strich als deutlich einfacher ein. Ja, und last but not least, das sechste Argument für Go war dann tatsächlich die Ähnlichkeit des Typsystems zu dem von TypeScript. Zwar sind nicht alle Aspekte gleich, aber insbesondere der Umgang mit Interfaces ähnelt sich doch sehr, das Konzept der Objektorientierung. In beiden Fällen hat man es hier mit einem zwar statischen, aber strukturellen Typsystem zu tun. In Go verhält sich das Typsystem nicht komplett durchgängig so, es kennt nämlich auch normal definierte Typen, aber eben vor allem der Umgang mit Objektorientierung als Ganzes ist in Go doch sehr viel näher an der Art, wie das auch in JavaScript und TypeScript funktioniert, als zum Beispiel im Vergleich mit C#. Und das macht Go für uns wiederum zu einer Sprache, die sich gut in unser Portfolio integriert, weil sie auf der einen Seite zwar ausreichend anders, auf der anderen Seite aber eben nicht komplett anders ist. Was nun für uns spannend werden wird, das ist das Verhältnis zwischen Node auf der einen und Go auf der anderen Seite hinzubekommen, sprich die Frage zu beantworten, welche Sprache bzw. welche Plattform wir in welchem Fall aus welchen Gründen verwenden. Es wird Situationen geben, in denen das völlig klar und eindeutig ist, es wird aber mit Sicherheit auch viele Situationen geben, in denen wir ein Problem sowohl mit JavaScript, TypeScript und Node als auch mit Go angehen könnten. Und hier herauszufinden, was sich wann, warum, wofür besser eignet, das wird noch interessant werden. Ansonsten bedeutet das, dass auf diesem Kanal zukünftig neben den bisherigen Sprachen gelegentlich auch immer wieder einmal Go vorkommen wird. Vielleicht in dem ein oder anderen Video, in dem ein oder anderen Livestream. Mal schauen. Konkrete Pläne haben wir hier noch nicht, aber das wird die Zeit dann sicherlich zeigen. Wie ist das denn bei dir? Wie stehst du denn zu Go? Ist das eine Sprache, mit der du vielleicht schon zu tun hattest, mit der du vielleicht sogar auch regelmäßig arbeitest? Oder fällt das eher in die Kategorie, ja, schon mal gehört, aber mehr halt auch nicht? Schreib deine Erfahrungen und auch deine Erwartungen an Go gerne unten einmal in die Kommentare. Da wäre ich wie immer sehr gespannt, wie da so die Meinungen aussehen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass wenn dir das Video gefallen hat, wir uns freuen würden, wenn du es mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilst und einen Daumen nach oben dalässt. Und übrigens, am Mittwoch um 18 Uhr findet wieder ein Livestream statt. Thema dieses Mal ist dann GitHub Copilot und damit verbunden die Frage, wie sehr eine künstliche Intelligenz uns als Entwicklerinnen und Entwickler heute schon ersetzen kann. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und abschließend wünsche ich dir dann noch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.